So, jetzt können wir anfangen, wa? Wollen wir anfangen? Im Bett. Yep. Genau. Hallo, ach so. Okay. Beim Mixen, bitte. Mann, Junge, es geht doch gar nicht. Jetzt. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich hier dann schneiden soll, weil das alles so witzig ist. Ja. Hallo, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Wir haben ein neues Update bekommen. Wir spielen jetzt Revision 935. Hör auf dir da im Bett und naja. Mit dabei ist der Rubbelkibbel. Ja, Rubbel die Katz. Und mit dabei ist die, ich streich mir über die Haare, Mary. Hallo. Hallo. Grüezi. Machen wir weiter. Ja, was ist neu in der Revision? Neu ist auf jeden Fall, die neuen Level-Up-Icons sind jetzt endlich drin. Sind wir eigentlich auch hier? Nein, die sind nicht hier. Wieso denn? Ich habe außerdem den falschen Knopf gedrückt, aber ist egal. Nein, die sind da nicht. Die sind auch so nicht dort. Die sind nur beim Level Up, kommen die. Guck wir mal. Sollten vielleicht einkaufen gehen. Ja, das wollten wir das letzte Mal nach der Aufnahme machen, wo wir dann aber ganz geschwind gesagt haben, nein. Also ihr könnt gerne schreiben, wie ihr die neuen Level Up Icons findet. Oh, bitte. Wäre sehr interessant, weil, Das ist nicht der Itemladen, das ist die Ausschankladen. Die Schenke-Tränke. Was hat er noch neu gemacht? Ich weiß gar nicht. Getränke-Schenke. Ja, Donner. Was hat er, weiß nicht, ne? Sind wir wieder drin? Weißt du, was er noch neu gemacht hat? Ich weiß nicht. Alter, jetzt hat's gerade bei mir geleckt. Ach, hier ist doch der Laden. Ja, und geh rein. Jetzt leckt's ein bisschen. Weißt du, was er noch neu gemacht hat? Was? Keine Ahnung. Ja, weißt du, ach so, ich dachte, du wolltest uns jetzt verraten, was er sonst hat. Nee, ich habe auch nichts weiter gelesen. Ich auch nicht. Okay. Oh, null Schuckis, ey. Ja, Schuckis. Tja, soll ich noch einen Schnitt machen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir aufgekauft haben, eingekauft haben? Ja. Wir müssen noch Honig und Lebenswasser und Salz. Bonbon. Ach, Bonbon haben ist aber noch genug auf Lager, ja, das sind noch ein bisschen Honig über 30. Und Lebenswasser und Seile. Ja. La la la. La 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 la. Welches Spiel ist das? La 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 la. Hallo, ich fragte, welches Spiel ist das? Ich hab's nicht erkannt. Die Melodie. Ich auch nicht. Soll ich es etwa dieten? Na, ist egal, ja. Kunstbanane. Das war Kirby, oder sollte Kirby sein? Sollte. Naja. Ach ja, das war Kirby 1, ey. Wahnsinn. Sogar zu 4. Das hatte ich letztens im NES drin. Wahnsinn. Cool. Oh, das müsste man echt beschleunigen, wenn das kaufen. Bist du dir sicher? Ich pack's dir in den Rucksack rein. Reicht, oder? Ja, Lebenswasser noch ein paar und Seile ein paar. So. Ja. Seile, okay. Vorne J, hinten A. Jeha. Ja. Ja, ich weiß nicht, was er noch neu gemacht hat. Also auf jeden Fall ist das Bane Kuyaku noch ein Riesenproblem auf jeden Fall. Ja, ist auch noch eine Riesendiskussion. Falls jemand weiß, wie man es übersetzen kann, dann bitte immer her damit. Ja, aber nicht sowas wie Sprungfehler und so, das ist schon alles in der Liste. Das haben wir schon alles irgendwie durchgekaut und was hat er gemeint? Wie heißt es dann eigentlich? Ben Kuchenko. Keine Ahnung, ich bin auch noch für Sprung-Pac-Man, aber... Ja, irgendwas mit Sprungpilz oder so, ne? Bitte speichern. Speichern geht, ja, gute Idee. Mary, ja. irgendwie Sprungpilz, oder? So hieß es doch, oder? Ja, irgendwie so. Irgendwie so Sprungpilz. Auf jeden Fall sowas in der Richtung sollte es sein. Verniedlicht wäre gut, Ja, und irgendwas halt Sprung und Pilz. Ja, irgendwie so, genau. Also schreibt es in Kommentare, wir freuen uns über jeden Hinweis. Weil die ganzen Namen von den ganzen Monstern und so weiter beschreiben ja im Prinzip das Monster an sich. Genau. So wie dann zum Beispiel halt das Goldhorn halt Goldhorn heißt, weil es halt aus Gold ist und ein Horn hat. Genau, oder die Terrorente, weil es halt eine Ente ist und die Terror macht. Ja, das. Und vor allem so ein zweiter oder erster Weltkrieg-Helm von den Deutschen aufhat. Genau, deswegen Terror. Das ist die Terrorente halt, ne? Rummel? Das hat schon alles. Das ist die Rummelente. Die Rummel. Silberhorn. Nee, das geht erst nach. Ich komm nicht mehr raus. Oh mein Gott. Nein. Jetzt. Ja, nein. Zaubern. Sehr gut.
Auf jeden Fall, klar. Erst mal vor den Honig so, gesnackt. Ja, das stimmt, das leckt bei Mary. Ich habe in Mary hier auch nämlich auch ein Timeout im Serverlog. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber das Internet spinnt bei uns heute rum. Müssen wir zu deinen Nachbarn gehen und sagen, die sollen nicht so viele hochauflösende Fortpflanzungsdokumentationen gucken. Ja. Fuck, falscher Knopf. Ich wollte ja sowieso mal hier runter gucken. Und hier ist aber auch noch stärker Agilität und so weiter. Also da sind dann nicht die Icons. Okay. Nein, natürlich nicht. Die Icons sind beim Level ab. Ach ja, oh ja. Eigentlich müssen wir auf einmal die Trommel benutzen, ne? Ja, das wollte ich ja eigentlich, als ich den falschen Knopf gedrückt habe. Warte mal, lass mal auf Kisten noch warten hier. Lass mal noch auf Gegner warten hier. eigentlich nur die Kiste. Kleinen Moment, jetzt Sieg. Okay, jetzt kannst du. Tja, dann wollen wir mal Kisten. Leger mal los, ne? Leger mal los. Leger. So, such da was aus. Ja, diesmal fliegen wir woanders hin. Bitte! Ja. Dahin. Hier hin? Ja. Ja. Oder wollen wir ins Eisland? Ins Eis. Komm, wir fliegen ins Eisland. Ja, fliegen wir irgendwo. Aber dann kommen wir durcheinander, wo wir schon waren. Also. Ja, ja, das ist egal. Aber wir merken uns das. Zuschauer, schreibt in die Kommentare, wo wir schon überall waren. Ja, genau. Macht bitte. Eine Liste. Seid so gut. Unterstützt uns im Verpeiltsein. Ja, da rein, da rein. Kommentieren gegen die Verpeiler. Gegen die Verpeilung, wenn dann. So, wo ist jetzt hier? Dann der auch wieder in dieser Höhle? In der Nähe, falls es da eine Höhle gibt, heißt es. Ja, ja. Boah, lecky, leck, leck. Seeschlange. Obwohl Seekarschen ja auch. Wenn du eine ganze Weile nicht auf Toilette warst, dann machst du auch einen Seeschlange. Ja, ich sehe Schlange. Bin ich rausgeflogen? Nee, nee, du bist noch hier. Da. Du läufst noch. Aber es hat gerade der Computer gekämpft. Aber okay. Gut. Gut. Gott. Läuft. Poseidon, Krüder. Ich weiß aber gar nicht. Ich glaube, Seen, das ist ja ein mehr lokales Wort hier bei uns in der Gegend, glaube ich. Was? See? Sehen. Ich muss mal sehen, Junge. Ah, das kenne ich. Nee, das kenne ich. Ja, sehen. Du, aber kennt das Mary? Wenn wir pingeln, zu pingeln, ich muss mal segeln. Oder puh. Was? Hab ich noch nie gehört. Ja, okay. Ja. Weil du halt einen kleinen See machst, deswegen musst du segeln. Das ist ja wahrscheinlich. Das ist alles Deutsch. Nee, segeln, das kommt von Saaren. Von Saaren? Ja, von Saaren. Also ist das wenn der man, gleiche Grund? Da kommt bestimmt auch der Name Saratar her. Nee, Von Saaren, doch mal. Nee, nicht von dieses Sagen, sondern. Wie soll ich das sagen, oder? Mal Sachen gehen. Ja, da fällt mir gerade ein Witz ein. Was? Denn den fand ich sehr witzig, auf jeden Fall. Jetzt kommt's. Es ist ein Fritzchen-Witz, ja? Oh nee. Doch. Das und zwar gut. Übernachtet Fritzchen bei seinem Großvater. Also, ja. Opa, ich muss mal ganz dringend schiffen. Also, Opa, ach, Fritzchen, das sagt man doch nicht. Dazu sagt man dann zum Beispiel, singen. Mach mal Pause bei dem Witz und erzähl nochmal, wenn man hier gelesen hat. Ja, okay. Ja. Okay, also, Luffy. Nee, ist Mary. Das ist eine Frau, gell? Ja. Ja. Raffi? Nein, ich heiße. Weißt du, was hier fehlt? Hier fehlt nämlich erst sagt Raffi, also erst sagt er Raffi, ja. Da fehlt nämlich erst, und dann redet erst nämlich die anderen. Nein, also wie. Nein. Ja, wir haben gerade als Gruppe gefragt, bist du Raffi? Und jetzt sagt die, was? Raffi? Nein. Ja, richtig. Aber hier fehlen die Namen davor. Ach so. Wer was man sagt. Ja, okay. Ja, ich denke, was willst du denn hinschreiben? Katzenviecht. Katze weiblich. Naja, es fehlt auf jeden Fall. Weil das ist nicht ein, wenn, dann muss er dann wenigstens noch eins drunter leer lassen. Egal, das muss er auf jeden Fall noch beheben. So, weiter. Nein, ich heiße Josephine. Ich war mal Raffis Geliebte. Ja. Er war begeistert von der Freiheit deiner wahre Diebesgilde und verschwand. Oh, mein Geliebter. Der ist doch da.
Nun wollt ihr etwas kaufen. Also ist schon ein bisschen durcheinander, der Text. Da sollt ihr noch mal drüber gucken, was da los ist. Okay, gucken wir mal, was da hier schönes verkauft. Oder die. Oh. Fuck you. Ist das geil. Was haben Bernsteinschutz. Kauf alles. Werwolf. Mähne. Mähne. Das haut's gar hin, ne? Also ich kaufe ja erstmal Bernsteinschutz, ne? Ja. Dann kann ich dann kaufe ich eine Werwolfmähne. Dann kaufe ich ein Rubinauge. Cool. Ja, und dann hast du hier unser ganzes Geld vergeudet hier. Ach, ja, wir haben noch 17.000. Dann kaufe ich ein Fluoridpanzer. Aha. Fluorid ist doch das, was leuchtet. Ja. Fluor. Nee, Fluor, das ist das, was in der Zahnpasta drin ist. Ja, eigentlich. Ist doch das, was ja, nee, stimmt. Phosphor. Fluorid? Das ist das, was in der Zahnpasta drin ist. Ja, stimmt. Auch warum leuchtet? Das ist das, was die Knochen, glaube ich, hart macht nach Eiweiß. Eiweiß, ja, gut. Quatsch. Dann lassen wir es mal so. Egal. Bärenkopfkapuze. Hatte ich das jetzt gekauft oder nicht? Nein, das hast du noch nicht. Du hast das andere Ding gekauft. Partner. Good. Endlich kriege ich immer noch vernünftige Bärenkopfkatze. Nebeltarot. Was ist das? Nebeltarot. Das sind Karten. Tarotkarten. Ja, aber wie soll man die anlegen? Als was vor allem? Hab ich mir die dann auf den Kopf oder was? Oh, die Stirn kleben. Ja. Was soll denn das sein? Was? Yoda. Yoda. Der Yoda-Moran. Nee, das ist ein I. Das klingt Yoda-Moran. Yoda-Moran. Name von irgendjemandem. Hallo, ich bin der Yoda-Moran. Also ich kauf das jetzt einfach endlich mal. Endlich hat Yoda einen Nachnamen. Obwohl, nee, Meister war doch sein Vorname. Hornkamm. Ein Hornkamm. Ja, ein Kamm ist es eigentlich weniger, aber gut, von Horn, also es sind Hörner zu sehen, aber ob es ein Hornkamm sein soll, ja, auch nochmal mal einfach nur. Das gibt es auch als so ein, also auch noch mal nach Haare steckt oder so. Ja, schon, aber das sieht ja nur nicht aus wie ein Kamm, oder? Ja, also vielleicht ist es ein Helm, der einen Kamm integriert hat. Ruhig nochmal nachgucken, was ja, das Original bitte. War. Runenohrringe, das ist okay. Aber eigentlich. So. Was ist jetzt da? Zum Glück blank. Wir sind blank. Ja. Eigentlich, was mir jetzt noch fehlt, ist dieses. Wie war's? Wo war's hier? Ne, da nicht hier. Iota, was? Iodan Moran. Sollen wir noch gucken? Moran, ja, ich guck grad. Dann geh ich jetzt mal raus und könnt ihr weitermachen. Moran. Buchstabier mir das mal. I-O-D-H-A-N. A-H-N. Oh, halt. Moment. A-H-N. Iodan. Weiter. Moran. Nee, halt. Buchstabier nochmal komplett. I-O-D. I-D-O. Iod. Iod, dann H-A-N. H-A-N, okay. Dann Moran. Warte mal, Moran. Moran. Jonathan Moran. Nee, Iodan. Vielleicht soll es tatsächlich ein J sein und soll Jonathan Moran heißen. Genau. Sicher? Gibt es da sowas? Für Google gibt es das zumindest. Und das ist irgend so ein Typ mit Kussmund. Iod. Geh mal raus und muss mal ausrüsten, bitte. Ja. Ja. Kill B. Go raus. So, dann gehen wir raus hier. Blablabla. Ja, was? Ende. Ach, noch etwas. No. Ende. Kill Bill. Ende Gelände. Ja, ausrüsten. Auf Wiedersehen. Das mach ich doch. Ich bin der Rüstmensch. Ich bin sehr rüstig. Iotan Moran. Ich habe die falsche Knopf gedrückt. Falsches Menü. Ja, wie immer. Ah, schon wieder falsches. Jetzt. A Mystery Fiction. By Stone hat der gerade Fick gesagt. Wieso hab ich da keine neue Knifte gekriegt? Keine neue Waffe? Das ist ja voll blöd. Ja, wahrscheinlich hat die andere Katze dann die Waffen, aber für die haben wir kein Geld mehr. Echt nur. Fluoridpanzer. Na gut, wenn wir jetzt alles verkaufen. Also dieses Yoda Nebeltarot macht Magieabwehr auch hoch um einen Punkt. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Achso, Abwehr noch auch ein bisschen hoch. Okay. Weiter geht's. Kaiserfaust. Tja, jetzt legst du dein Chakraband ab. Dabei ist das Chakraband viel cooler, ey. Ja, okay. Äußerst cool. Der Bernsteinschutz, der hat schon ein bisschen was gebracht, oder? Der kriegt einen Ring. Was mich immer noch irritiert, ist unten das mit dem Nichts. Ja, durchaus. Entweder macht das ganz weg, dann soll er. Nee, man kann es ja auswählen. Oder ja. Was ist denn das? Special Item vielleicht. Wo ist denn dieses IO-Dingsbums da?
Ach ja. Iotan. Moran. Das ist wahrscheinlich eine 1:1 Übersetzung aus dem Englischen und vom Englischen, ja, die haben halt von der Aussprache her. Ich finde auch überhaupt nicht phonetisch übernommen, also quasi. Mal, aber hier, wir hatten doch mal die Diskussion, ob da immer irgendwas an den Arm kommt oder so. Hm. Und ich ja, habe jetzt hier Ohrringe. Vielleicht sind das jetzt ja, vielleicht kommt da unten noch irgendwann mal Schuhe hin. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch Schuhe. Ich habe ja leider nicht, ich habe jetzt leider nicht die englische, japanisch, also definitiv soll er da nochmal gucken, weil das klingt nur stark nach einem Fehler, weil ich finde es jetzt nicht einmal in der englischen Beschreibung, also irgendwas ist da wahrscheinlich sogar textmäßig falsch gelaufen. Was? Wie heißt die Katze? Chiquita! Chiquita! Chiquichita! 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 Sag das 10-mal hintereinander. Chiquichita! 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 Ruffy? Nein, ich heiße Chiquichita. Ich bin ein entfernter Verwandter von Ruffy. Wir sind eine Rasse von Handelskatzen. Ruffy gefiel es bei uns nicht und rannte davon. Miau. Und rannte davon. Nun, wollt ihr etwas kaufen? Nein, ich möchte eigentlich was verkaufen. Verkaufen, bitte. Es gehört also, dieses Item, wie man es hier beschrieben hat, gibt es nicht einmal in der englischen Version. Also irgendwie bin ich irritiert. Das heißt auf Deutsch, ich denke mal sogar ein Textfehler. Du kannst nichts mehr verkaufen. Ja, das muss ja jeder einzeln machen, fuck. Ja. Was hat denn der? Vielleicht hat er noch. Ich schau mal, was der hat überhaupt. Hat er Waffen? Ja, hat Waffen. Verdammte Scheiße. Oh, die sind viel zu mega teuer. Ja. Tja, jetzt müssen dann doch mal deine Sachen dran glauben, hä? Tja. Nein! Brasier, hier lebt. Vikinghelm. Vikinghelm. Das reicht gerade mal für eine Waffe, glaube ich. Mhm. Hier, Bill, du musst deine Klamotten noch verkaufen. Oder warte, ich mach's für dich. Nee, mach's mal für mich, bitte. Warte, wie kann ich nicht übernehmen? Mach's für mich! Ich kann dich gar nicht mehr übernehmen. Nee, sollst du nicht übernehmen, es reicht doch. Nein, ich kann deine nicht, das musst du selber machen. Aber eigentlich kann ich dich doch mit L und R auswählen, das kann ich jetzt nicht. Falls. Ja, ist ja egal, welchen du verkaufst. Bei welchem du verkaufst, meine ich. Der Mary hat wohl schon, ne? Oder? Ja, ja. Ja. Auch schon mitgekriegt. Stand da Lashy's Rest? Scheiße, ich hab's verpasst. Ja, es ist hier in der Aufnahme drin. So ist ja nicht. Ja, also wenn da Lashy's Rest stand, ist Rest auf jeden Fall noch Englisch. Müsste Beste heißen. Haben wir überhaupt nicht aufgepasst dann. Noch einmal wechseln, genau. Chakra Band. Ja, aber Lashy's West bitte, ja, dann möchte ich nochmal so. Später dann, wenn das Video hochgeladen ist, nochmal hochgucken. Also da. Ja, so. Also, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, halt die Klappe, Katze. Wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Ich bedanke mich bei Kilbill und Mary und möchte einmal sagen, guck mal vorbei bei secretofmana2.de und klick mal bei YouTube auf Abo und klick mal rein bei Facebook auf meiner Facebook-Seite. Hörst du jetzt auf? Mann. Hörst du auf? Hör jetzt auf hier! Krieg! Das hat man doch schon mal. Ja, da hatte Nanny sich übelst belustigt. bei dem Krieg. ja, Facebook-Seite, ja. LOMP Counter LP. So, also macht's gut, bis dahin und schausen. Ja, guck nicht so gelangweilt, du Arsch. Mann. Du Arsch. Ich meine jetzt nicht dich, Zuschauer, sondern na, ist egal. So, ich rede mich am Kopf und Kragen. Tschüss. 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 Reicht jetzt.